moving. Got it. Take cover. Ja, Leute, ihr habt richtig gesehen. Es steht wirklich die Modern Warfare Alpha an. Es ist eine Alpha, keine Beta. Für den 2v2-Modus. Das wird jetzt dieses Wochenende kommen. Also am 23.08. Also am Freitag wird das Ganze starten. Ich vermute mal wieder um 19 Uhr. Und das Ganze wurde auf der Gamescom angekündigt von einem Mitarbeiter von Infinity Ward. Das Ganze wurde davor aber auch schon geteased. Das war irgendwo, ich weiß nicht, wer das gefunden hat. Ich werde es euch mal einblenden hier. Es wurde irgendwie im PlayStation Store schon gefunden. Da stand dann irgendwas Modern Warfare 2v2 Alpha. Ich weiß nicht, ob man das schon downloaden konnte oder wie das genau war. Also ich muss ganz ehrlich sagen, es wurde ja schon die Tage davor, wurde schon darüber geschrieben und sowas. Ich habe aber, also ich habe es wirklich nicht glauben können selbst. Ich finde es richtig nice, dass die das schon bringen. Das Ganze hat aber einen großen Nachteil, leider. Die bringen das nur für die PlayStation. Das heißt, es ist PlayStation Exclusive jetzt hier, die Alpha. Einen großen Vorteil hat das Ganze noch, neben diesem Nachteil eben, dass es auf PlayStation ist. Zumindest wird es für alle, die auf PlayStation sind, kostenlos sein. Und zwar auch für die, die kein PlayStation Plus haben. Das heißt, wenn ihr kein PlayStation Plus habt, könnt ihr trotzdem die Alpha zocken. Wir haben neben dem Reveal-Event noch Trailer gesehen und so weiter, Gameplays. Da wurden uns aber bisher, glaube ich, nur 3 Maps für diesen 2v2-Modus gezeigt. Jetzt aber, ihr habt es gesehen in diesem Trailer am Anfang des Videos, da wurden 5 Maps gezeigt. Da stand es auch, 5 Maps wird es geben für die Alpha. Und zwar gibt es diese 5 Maps, Leute. Es gibt Stack, King, Speedball, Dogs und Pine. Speedball und Dogs sind 2 Maps, die wir bisher noch nicht gesehen haben. Das sind 2 neue Maps. Stack, King und Pine haben wir schon alle gesehen. Muss ich an der Stelle nochmal erwähnen, Leute, ich war ein übelst großer Fan von diesem 2v2-Modus. Ich habe es euch auch in diesem einen Video gesagt, wo ich da über diese ganzen positiven, negativen Sachen über Modern Warfare mal geredet habe. Ich muss euch sagen, das war so ein Modus oder eine Sache von Modern Warfare, die ich richtig krass gefeiert habe, weil ich habe das immer so gefeiert, so dass man auch mal so einen Competition-Modus hat, bei dem nicht wirklich so 5 oder 6 Leute in einer Party sein müssen, wo man einfach mal kurz mit einem Freund zusammen 2v2 schnell irgendwie gegen andere mit Challenges und sowas. Ich glaube, das wird richtig groß dieses Jahr. Also wie gesagt, es wird leider nur auf der PlayStation dieses Wochenende sein. Ich denke auch nicht, dass es dann nochmal ein Wochenende geben wird für PC und Xbox, weil ja dann auch schon die Beta ansteht. Die Open Beta, Leute, ich werde das Ganze nochmal hier einblenden. Da wird es 2 Wochenenden geben. Also das erste Wochenende ist wirklich nur für die PlayStation, also exklusiv dafür, ist vom 14. September bis zum 16. September. Wenn ihr vorbestellt habt, dann dürft ihr schon vom 12. September zocken. Also da beginnt das Ganze dann mit dem Early Access. Wenn ihr nicht vorbestellt habt, dann eben erst ab dem 14. September und das Ganze geht dann durch bis zum 16. September. Und wie gesagt, da dann nur für die PS4. Und das zweite Beta-Wochenende startet dann am 21. und endet am 23. Und hier ist es so, wenn ihr auf der Xbox und auf dem PC vorbestellt habt, dann dürft ihr schon am 19. anfangen zu zocken und die PS4ler dürfen dann am 19. zocken, egal ob sie es vorbestellt haben oder nicht. Das heißt, das zweite Wochenende wird komplett Open Beta sein für PS4 und für alle Plattformen dann eben ab dem 21. Weil es ist ein bisschen kompliziert, wie die das aufgeteilt haben. Ihr könnt das Video mal hier stoppen, könnt euch das Ganze hier nochmal in Ruhe anschauen. Übrigens steht auch diese Woche die Gamescom an, Leute. Ich muss euch an der Stelle kurze Info, nur für alle, die mich irgendwie dort erwarten, weil ich ja sonst immer jedes Jahr hingehe. Ich werde wahrscheinlich aus privaten Gründen dieses Jahr nicht hingehen. Könnte aber sein, dass ich doch hingehe. Ist nicht 100% sicher, aber es sieht aktuell so aus, als würde ich doch nicht hingehen. Falls ich aber doch hingehe, werdet ihr es auf jeden Fall auf Instagram als erstes erfahren und dann können wir uns natürlich auch dort treffen, können ein bisschen plaudern und so weiter, Leute. Schreibt mir mal in die Kommentare, ob ihr wollt, dass ich diese erste Alpha, also jetzt dieses Wochenende, diese 2v2 Alpha in Modern Warfare für euch live streame. Schreibt es mir unten in die Kommentare. Ansonsten, Videos kommen natürlich dazu. Und dann war es eigentlich hier schon mit diesem kurzen Infovideo, Leute. Wenn es euch gefallen hat, auf jeden Fall nicht vergessen zu liken und natürlich für die zukünftigen Videos nicht vergessen zu abonnieren. Da würde ich mal sagen, sehen wir uns im nächsten Video oder Livestream, Leute. Haut rein, macht's gut. Und